KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Die Weichflöte nicht so, der ist nur erkältet. Wahnsinn, ey. Du hast gut reden. Ihr habt eine schöne Woche in den Bergen vor euch und ihr seid gesund. Hier ist ein Herr Mahlknecht, der möchte gerne Aussage machen. Ich dachte, ich bringe ihn mal her. Ja, kommen Sie doch rein. Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, Frank Mahlknecht ist mein Name und entschuldigen Sie, wie ich aussehe, aber ich komme direkt aus dem Krankenhaus. Wissen Sie, ich bin herzkrank und ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch habe. Vielleicht habe ich noch ein paar Wochen, vielleicht auch nur Tage, aber ich muss das jetzt machen. Ich habe vor 8 Jahren eine Riesendummheit gemacht. Da war diese Frau, Miriam Harris hieß die, und die habe ich vergewaltigt. Aber das wollte ich gar nicht so. Das ist... Herr Mahlknecht, Ihnen geht's doch nicht. Ich krieg keine Luft. Ganz ruhig. Ruf einen Arzt, ruf Notarzt, Alex. Machen Sie die Arme auseinander, atmen Sie fest. Okay. Ja, Alex vom KF hier. Wir brauchen sofort einen Notarzt bei uns im Büro, schnell. Hilfe ist unterwegs. Ja. Ganz ruhig. Versuchen Sie ganz ruhig zu atmen. Und? Ja, der Notarzt sagt, dass er einen schweren Herzinfarkt hatte. Im Moment ist er stabil, aber ob das so bleibt, keine Ahnung. Er wird jetzt erstmal zurück in die Sonnenklinik gebracht. Immerhin, was Mahlknecht gesagt hat, das stimmt. Vor 8 Jahren, genauer gesagt am 8.01.2005, wurde tatsächlich eine Miriam Harris vergewaltigt. Passanten haben sie morgens früh bewusstlos aufgefunden. Ja, der Fall konnte nie geklärt werden. Ja, man hat ihr K.O.-Tropfen gegeben. Sie konnte sich an nichts mehr erinnern, aber der Amtsarzt hat dann die Vergewaltigung festgestellt und auch Sperma gefunden. Ja, aber trotzdem konnte man Mahlknecht nicht überführen. Nein, aber es lag nur daran, dass seine DNA nicht in der Datenbank gespeichert war. Somit konnte das Sperma nicht zugeordnet werden. Wir sollten der Frau das auf jeden Fall mitteilen. Ich denke, auch nach 8 Jahren wird sie erfreut sein, dass der Fall aufgeklärt ist. Ja, ich fahre mal mit Gerrit zu ihr. Oh Mann, es wird alte Wunden aufreißen. Ja. Was passiert jetzt mit dem? Ich meine, der geht doch hoffentlich direkt in den Knast. Das Schwein muss dafür büßen, was er Miriam angetan hat. So einfach ist das nicht. Der Mann ist schwer herzkrank. Wir wissen noch nicht mal, ob er die heutige Nacht überlebt. Geschweige denn die Zeit bis zur Gerichtsverhandlung. Das feige Schwein. Ausgerechnet jetzt fällt ihm das alles ein, ja? Jetzt, wo er kurz davor ist zu krepieren. Was erwartet er denn von uns? Dass wir ihm verzeihen, damit er in Frieden verrecken kann, oder was? Ich kann ja Ihre Wut verstehen, aber bitte reißt sich ein bisschen zusammen. Was würden Sie denn machen, wenn irgend so ein perverses Arschloch Ihre Frau vergewaltigt? Das Schwein hat unser Leben zerstört. Wir waren glücklich, wir hatten Pläne. Was hat denn die Polizei eigentlich damals gemacht? Hätte sich dieses feige Arschloch sich nicht selber gestellt? Sie hätten den nie gekriegt, oder? Okay, um das Ganze mal richtig zu stellen. Das ganze Umfeld Ihrer Frau wurde durchleuchtet. Es gab zig DNA-Tests. Und eine Verbindung zum Mahlknecht gab es bis dato nicht. Sie haben recht. Außerdem, Ihre Kollegen waren damals sehr nett. Und was passiert jetzt? Sobald wir Neuigkeiten haben, melden wir uns bei Ihnen. Okay? Und falls Ihnen noch was einfallen sollte oder Sie Fragen haben, hier ist meine Karte. Danke. Ich bringe Sie noch zur Tür. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can be the world. Gerrit, dann bringen wir meine neuen Ski gleich erstmal zu mir nach Hause, oder? Ja, gute Idee. Hauptsache die Dinger verschwinden bald aus meinem Auto. Oh, warum müssen Männer eigentlich immer so leiden? Hm? Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Gras von der Kriminalpolizei. Ja. Das ist meine Kollegin Ritz. Entschuldigung.
gilt das? Wir haben ja noch ein paar Betten frei. Naja, so schlimm ist es nicht, aber vielleicht könnten Sie mir einen Tipp geben, dass ich bald wieder gesund werde. Tja, frische Luft, Vitamin C und viel trinken, würde ich sagen. Wir sind eigentlich hier, weil wir mit Herrn Frank Malknecht sprechen möchten. Herr Malknecht? Der ist noch nachts leider verstorben. Was? Ja, aber gestern hieß es, es würde ihm besser gehen und dass wir heute mit ihm reden können. Naja, als ich gestern Abend gegangen bin, sah es ja auch noch so aus, als wäre er fürs Erste über den Berg. Vielleicht gab es in der Nacht Komplikationen. Ah, Dr. Weißbringer kommt. Der kann bestimmt mehr sagen. Oh ja, wunderbar. Danke. Danke. Oh. Dr. Weißbrunner, Entschuldigung. Ja. Wir sind von der Kripo Rietz, mein Kollege Herr Grass. Danke. Sie waren doch der behandelnde Arzt von Herrn Malknecht. Ja, das ist richtig. Sagen Sie, wie kann es sein, dass der so plötzlich verstorben ist? Plötzlich ist ja wohl das falsche Wort. Sehen Sie, das Herz des Patienten war derart angegriffen, dass wir eigentlich wirklich jederzeit mit einem weiteren Infarkt rechnen mussten. Moment. Ich muss in den OP. In 2 bis 3 Stunden stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Reicht Ihnen bis dahin die Krankenakte und der Totenschein? Ja. Schwester Lara, wären Sie so freundlich, den Herrschaften die Akte rauszusuchen? Ja, natürlich. Kommen Sie mit. Spinnst du? Bei der Gelegenheit hätten Sie vielleicht auch eine Adresse eines Verwandten von Herrn Malknecht? Ach, nein, tut mir leid. Sein Bruder war zwar gestern Abend hier, den musste ich auch wieder wegschicken. Weil Herr Malknecht seine Ruhe brauchte. Aber heute wollte er noch mal kommen. Falls er auftaucht, gebe ich ihm Bescheid. Und hier ist die Akte. Gerne. Und hier ist eine Kleinigkeit für Sie, damit Sie schnell wieder gesund werden. Sehr lieb von Ihnen. Gerne. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich es ja auch nicht. Und, rufst du sie an? Was weiß ich denn? Komm, zurück zum Thema. Also, Todeszeitpunkt war 0.35 Uhr. Ja, und er ist einem Herzinfarkt erlegen. Hi, Robert. Wir sind gerade auf dem Weg ins Büro. Ich habe die Eltern von Malknecht ausfindig gemacht. Die wohnen in so einem kleinen Nest in Thüringen. Die Kollegen vor Ort informieren sie. Okay. Was mit dem Bruder? Der müsste hier in der Stadt wohnen. Der hat keinen Bruder. Wieder kein Bruder. Alles klar, dank dir. Bis später. Dann sollten wir noch mal ins Krankenhaus zurückfahren. So ein Pech aber auch, oder? Kuckuck. Oh, hi. Hi, da bin ich schon wieder. Ja. Sagen Sie mal, der Bruder von Herrn Malknecht. Ja. Wie sah der denn aus? Es ist wirklich wichtig. Beschreiben Sie ihn bitte mal. Ja, so um die 1,80. Blaue Augen, so kurzes blondes Haar, leicht gewellt. Und wann war er denn hier? Ja, so kurz vor 8. Wissen Sie zufällig, ob er danach noch mal hier war? Nee, ich hatte noch Feierabend. Okay. Falls wir noch Fragen haben, weiß ich, ob ich Sie erreichen kann. Jederzeit. Tschüss. Ciao. Kuckuck. Mir ist nichts Blöderes eingefallen. Also ich bin mir ganz sicher, dass es Harris war. Und langsam glaube ich nicht mehr an einen natürlichen Tod. Ja, dann konfrontieren wir Harris mal mit seinem Auftritt hier. Und dann veranlassen wir die Obduktion der Leiche. Gut. Ja, danke für die Info, Doc. Ciao. Oh, Gerrit. Es ist kalt. Also, der Doc hat in Malknechts Bindehäuten eine punktförmige Einblutung gefunden. Wahrscheinlich hat jemand versucht, ihn zu erwürgen. Und dann ist er in Panik eben an diesem Herzanfall gestorben. Was eine Geschichte. Oh, da sind sie ja. Wir haben schon versucht, Sie zu erreichen. Wo waren Sie denn? Wir waren spazieren. Ich habe mir extra freigenommen, um mich um meine Frau zu kümmern. Gibt es Neuigkeiten? Das kann man so sagen. Frank Malknecht ist diese Nacht verstorben. Der soll in der Hölle schmoren.
Und auf dem Weg dorthin hat ihm anscheinend jemand geholfen. Sie waren letzte Nacht im Krankenhaus, nicht wahr? Bitte? Du wolltest doch noch mal ins Büro. Ja, ich geb's zu. Ich bin ins Krankenhaus gefahren. Ich wollte diesem Dreckskerl ins Gesicht sagen, dass er nichts zu erwarten hat von uns. Wir werden ihm niemals vergeben. Aber ich bin ja gar nicht durchgekommen. Irgendeine Krankenschwester hat mich weggeschickt. Ja. Vielleicht sind Sie ja später noch mal hin. So gegen 12:30. Da war ich im Bett. Können Sie das bezeugen? Ich weiß nicht. Ich habe eine Schlaftablette genommen. Was sollen denn diese ganzen Unterstellungen? Ich meine, haben wir nicht genug durchgemacht? Ich habe nichts getan. Was denkst du? Keine Ahnung. Weißt du was, wir reden jetzt erstmal mit den Nachtschwestern. Vielleicht hat ja jemand einen der beiden da gesehen. Und dann können wir auch gleich die Aufzeichnung der Überwachungskameras checken.